sind auch eben Initiativen auf Landes- und auf Bundesebene ganz wichtig. Trotzdem gibt es etwas, was eine Stadtspitze tun kann und muss. Und Sie mit Ihrer Empathie wären da sicherlich die Geeignete. Ich sage das auch wieder in aller Vorsicht. Wir sind sehr für die Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Betriebsräten und Personalräten. Wie sage ich es? An manchen Stellen haben die Personalräte im öffentlichen Bereich Bedenken, wenn Vorgänge digitalisiert werden. Zum Beispiel, weil Stellen wegfallen könnten oder weil durch die Digitalisierung von Vorgängen natürlich auch individuelle Leistungsfeststellung möglich ist. Und nicht eine Minderheit der Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung begrüßt das nicht. Und mit Empathie einer Stadtspitze könnte man hier die Personalräte gewiss noch stärker motivieren, ihre Bedenken diesbezüglich zurückzustellen. So vorsichtig will ich das mal sagen. Wir möchten ja auch. Ist angekommen. Okay, vielen Dank schon mal dazu. Ich würde jetzt gerne die Runde ein bisschen größer und vielleicht auch fragen. Thomas, vielen Dank. Du kannst auch gerne von da oder hier. Danke dir. Wir beiden können jetzt hier bleiben. Ich wollte jetzt die Runde ein bisschen größer machen. Und Ulrich Wolter hat als erstes seinen Hut in den Ring geworfen. Das hatte ich vorhin schon gesehen. Ulrich Wolter, ich darf das sagen, alter Händler, darf ich sagen? Ich weiß nicht, tausend. Weil die sich da nicht mehr zu Hause gefühlt haben, nicht von Hannelore Kraft vertreten gefühlt haben. Und das sind ganz konkrete Fragen, die diese Menschen stellen. Das sind im weiteren Sinne soziale Fragen. Das sind Menschen, die geben ihre Kinder in eine öffentliche Schule, die haben kein Geld für eine Privatschule, also wollen sie, dass die öffentliche Schule in einem Top-Zustand ist. Das sind Menschen, die arbeiten hart, sind aber nicht aus dem Gröbsten raus, solche Abzüge an Lohnsteuer und Sozialabgaben. Und wo ist die frühere Arbeiter- und Arbeitnehmerpartei? Warum kümmert die sich nicht, sondern warum reden wir viel über Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger, aber warum reden wir nicht über die Menschen, die hart arbeiten für ihr Geld? Ich könnte das weiter fortsetzen, bestimmte Fragen des Klimaschutzes. Die Leute arbeiten in der Industrie und sagen, ja natürlich müssen wir die Natur schützen, aber mein Arbeitsplatz ist auch schutzbedürftig. Warum findet man nicht einen guten Ausgleich? Und das ist uns in Nordrhein-Westfalen 2017 hier sehr gut gelungen. Und ich bin optimistisch, dass das bei der Kommunalwahl jetzt 2020 in Mülheim auch gelingen wird. Und wir hier deutlich stärker abschneiden als bei der letzten Wahl vor 6 Jahren. Darüber hinaus und dies gesagt habend, brauchen wir Sie. Also Sie als Person. Wenn wir zwei das machen und erklären, dann ist das einerseits prima, andererseits aber nicht ausreichend. Denn mit großem Respekt an die anwesenden Qualitätsmedien, für die FDP sendet keiner, schreibt keiner, für uns demonstriert keiner und für uns predigt auch keiner in der Kirche, dass man uns wählen soll. Wir sind darauf angewiesen, dass es Persönlichkeiten gibt wie Sie, die im persönlichen Umfeld sagen, ich war da bei der FDP, ist ganz gut gewesen, sollte man eigentlich öfter und stärker wählen. Das ist also sozusagen auch ein Stück Eigenverantwortung. Wenn man diese politischen Inhalte und Werte gut findet, ist jeder herzlich eingeladen, die auch mit zu verbreiten. Und das Gute, die gute Nachricht ist, bis zum 13.09. ist noch ein bisschen Zeit, um für unsere großartige Bürgermeisterkandidatin plus die FDP beim Rat zu werben, damit das hier ein tolles Ergebnis wird.